Hallo, werte Patient, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Overlord 2. Sie ist so neu, dass es sogar ein neues Projekt ist. Ja, wie gesagt, Overlord 2. Ich freue mich sehr auf das Spiel. Ich habe den ersten Teil ja schon gespielt, den allerdings abgebrochen. Ich habe das Spiel auch tatsächlich schon hier ein bisschen gespielt. Leider sind mir dann Aufnahmen verloren gegangen, daher kenne ich das Spiel schon zu einem Teil. Aber das soll uns nicht aufhalten. Wir werden trotzdem voller Elan neu starten. Wir sehen hier, da ist mein Spielstand und den, will ich gleich überspeichern. Ja, ich möchte das überschreiben. Da erkenne ich das Spiel schon so ungefähr zu, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe knapp 20, 30 Spielstunden. Ich habe jetzt vielleicht 4 gespielt. Es war einmal. Nun ja, aber wir schweigen. Ende. Und wir Schergen suchten allerorts nach einem neuen Overlord. Wir waren wie Flöhe ohne Hund, wie Maden ohne Kadaver, wie Pusteln ohne Gesicht. Und am Mittwinterabend in der Stadt Nordberg fanden wir einen Neuanfang. Kathi sagt, sie haben ihn vor den Toren von Nordberg gefunden. Und da sind wir in diesem Neuanfang. Au! Da wurde noch von dem Schimmer getroffen. So ein unhöflicher Kerl. Gut. Jagen wir diese Leute doch mal. Und nein, genau, wir müssen hier Schneemänner. Mit den Schneemännern müssen wir hier die Kinder erledigen. Oh, da habe ich schon da hat dein Kind einfach selbst gehauen. Ups. Zauberer. Und da sind sie, unsere Schergen, die beobachten, wie und ob wir uns als Overlord gut schlagen. Ich glaube, hier verschwinden die doch in ihr Versteck, ne? Meister würde genau. Magie zeigen, na dann. Ja, hier ist quasi das Tutorial und werden sie, na komm. Wir werden sie mal ganz kurz mit Raketen beschießen. Und ups, ist er. Hätte ich mich beinahe selbst geschlagen. Ich brauche hier noch gar nicht so viel extra einsammeln, weil wir haben noch keine Schergen. Ah ja, wie auf Kommando bekommen wir Schergen. So, mit Linksklick kann man die nämlich steuern. Wie gesagt, ich bin schon ein bisschen gespielt, daher ist das für mich jetzt ein bisschen schwachsinnig. Besser gesagt, es ist schwachsinnig. Es ist ja trotzdem sehr, sehr toll gemacht, aber ich weiß das schon alles. Nichtsdestotrotz werde ich meine Schergen hier alles nacheinander vernichten lassen. Für den Fall, dass sie hier irgendwo Ausrüstung finden. Was gar nicht so unwahrscheinlich ist, weil sie haben ja noch gar keine. Kommt mal zurück. Ist da irgendwas? Nö, okay. Gut, dann suchen wir hier jetzt weit. In das Fort, schnell! Ja, geht in euer Fort, wegen mir. Na los, erledige sie. Schläger. Ja, hallo? Ihr habt angefangen. Wenn ich mich täusche, kann ich nämlich, Du hältst dich wohl für schlau. Ja, doch. So, wir sorgen für Chaos und Zerstörung, das ist effizient. Gut. Das da will ich noch kaputt machen. Und dann jetzt hier. Zack. Hey, das petz ich. Dann geh doch petzen. Das machen die hier wohl, glaube ich, das Vorzunehmen. Genau. Und wir müssen jetzt hier hin, zu dem Mann. Der uns gleich sagen wird. Hey, Zauberer! Ich sehe dich, du Dämon! Genau. Hör mit dem Herum. Hey, ich zeig dir den Weg. Alles klar, ja genau. Dieses Mädchen, ist ein bisschen strange. Sie entscheidet sich nämlich, dass sie den Kindern ja auch, dass sie auch einfach die Kinder verraten kann. Und hat sie denn noch Geld gefiltert? Na egal. Dass sie die Kinder hier verraten kann. Ach genau, ich muss erstmal. Wer war denn das hier? Genau, ich muss die, genau, hier lang bewegen. Wirst du dafür büßen. So. Die haben sie jetzt nämlich verjagt. Ja, jetzt können wir sie alle zurückrufen, bitte, mit der rechten Maustaste. So. Ja, es ist wie gesagt nur das Tutorial. Und wir müssen noch diese Burg kaputt machen. Was aber tatsächlich eher minder schwierig ist, weil wir müssen einfach mit der Rakete draufschießen, die wir ja daneben stehen haben. Das hätte da vorne nämlich nicht geklappt, weil dann hätten die ja mit Schneeball die ausgemacht. Was uns ja eher weniger gebracht hätte, nicht? Los, hinein! Schnell! Hier
Die finden sie uns nicht. Die verstecken sich jetzt im Fort, was ihnen eher weniger hilft, weil wir sie einfach angreifen. Okay, Moment. Alle her, das da anvisieren. Und jetzt, alle rein da. So. Ich frage mich ja noch, was sie mit den Kindern gemacht haben. Und will das aber gar nicht so genau wissen. Und? Genau, jetzt fangen die nämlich an zu singen. Man muss ja sagen, ich bin überrascht, ne? Eine Wache, die das offensichtlich Böse nicht gleich reinlässt. Allerdings ändert sich das, sobald wir sowas wie Kinder dabei haben. Hallo Kinder! Wollt ihr zur Feier? Was passiert eigentlich, wenn ich das bevor? Den Zauberer mit den seltsamen Augen mitgebracht. Oha, okay, da kann ich, werfe ich ihn davon am Zauber um. Nur Apfelsaft, so wie ich. Okay, und jetzt dürfen wir hier für ein bisschen Chaos sorgen. Nicht von dem Zauberer verleiten. Genau, nicht von dem Zauberer verleiten lassen, ist ein interessanter Plan. Geht den Großen nicht auf die Nerven. Doch. Wir fangen jetzt hier nämlich an, indem wir frohlockend das ganze Ding zerlegen. Ne? Haha, na komm. Ups, der hat's doch schon. Da haben wir einen, da hat sich einer der Schengen spontan angezündet, sogar mehr als einer. Aber egal, wir halten einfach weiter drauf und hoffen, dass das nicht so sehr auffällt. Mach es kaputt! Lass das gefällig! So, und währenddessen. Dämonen, was sich sicherlich auffällt, ist, dass die. Nein, sie sind genau die genommen, die Windmitte-Dämonen. Aber das will ich ja gar nicht. Darauf will ich ja gar nicht hinaus. Geht den Großen nicht auf die Nerven. Wir sind jetzt hier am Anfang, in dem es darum geht, dass wir halt, wie gesagt, in dieser Stadt hier ein bisschen für Chaos sorgen müssen. Und was ich sagen wollte, ist euch vielleicht schon aufgefallen, aber die Schergen. Das ist okay. Komme ich voll mit klar. Okay, das geht nicht kaputt zu machen. Es ist aber, glaube ich, noch irgendwo ein Stand, den man im Notfall zerlegen kann, ne? Genau, der da hinten. Genau. Auf ihn. Ach, genau, das hinten konnte man ja auch schon alles kaputt machen. Da oben ist dann, wie ihr sicherlich euch schon denken könnt, das große, wichtige Hauptziel. Aber dazu kommen wir erst, wenn wir hier tatsächlich das Dorf so weit in Chaos gestürzt haben, wie es möglich ist. Und das ist primär ein, macht alles kaputt Befehl immer. So. Jetzt machen wir das bitte hier noch. Da juckt dich nicht an der Nase, aber das ist schon gelöst, das Problem. So. Das wird später nochmal wichtig, weil wir, wie gesagt, ja später nochmal hier hinkommen werden. Das ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber das könnt ihr euch sicherlich schon denken. Dass wir hier in dieser Stadt noch nicht fertig sind. Daher wird dieser Aufzug sicherlich nochmal wichtig. So viel kann ich euch schon verraten. So. Das ist. Völlig richtig. Ich habe am Anfang gedacht, dass das da irgendwo ein Rätsel ist. Da ist ich ewig, wie komme ich hier denn da jetzt rein? Muss ich irgendwas unten machen? Und nein, es ist viel einfacher. Fertig. Man muss nur einen Blitz auf die Raketen werfen. Und zack, wir haben für Chaos im Dorf gesorgt. Ihr habt bei der Mitwinterfeier für Chaos und Zerstörung gesorgt. Gut. Dann, genau. Jetzt müssen wir nämlich gucken, was da die Stadt angreift. Ich finde dieses mit Timo total unheimlich. Ich einfach so entscheidet, ja, das ist ein Dämon. Aber der ist bestimmt ganz lieb. Dem helfe ich mal. Und deswegen schauen wir jetzt mal, wer das hier ist. Kelda heißt das mit Timo, genau. Dann können wir sie läutern. Im Namen des Kaiserreichs und des neuen Statthalters Boreos. Wir haben hier keine Hexer. Wir sind nur einfache Leute. Keine Lügen. Die Wächter haben gesprochen. Liefert uns eure Hexer aus, sonst läutern wir die ganze Stadt, wenn nötig. Ja, vielleicht haben wir einen. Sehr schön. Da wurden wir ausgeliefert. Formieren! Lass dich nicht durch! Aber so leicht wird das Böse nicht vernichtet. Nein, nein. Wir haben die Chance, weiterzulaufen.
wird uns folgen. Ja, ja, das macht er. Macht der Meister ja auch. Los, erledigt die Legionäre. Wenn ich mich nicht täusche, hat er nämlich ihre Waffen bekommen, ne? Genau. So. Sehr schön. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Es ist nämlich erstmal relevant, dass wir die Zelte von denen kaputt kriegen. Weil solange sie ihre Zelte haben, werden dann nicht immer neue auftauchen. So. Und jetzt noch ein paar bitte auch auf die Bogenschützen hier. Die sind nämlich tatsächlich die nervigste Gefahr noch am Anfang, weil wir haben ja keine eigenen Fernkämpfer. Die kommen erst noch. Einer hat nur diese braunen hier am Anfang. Und kann halt nur mit diesen am Anfang agieren. Das sind aber ziemlich viele, die wir hier am Anfang haben. Ist gar nicht schlecht. Ah ja, da sind die Wolfies. Auch die wären nochmal relevant. Wie genau sind wir später? Ja. Blöderweise ist der Weg blockiert. Und das tun wir auch, wenn auch einen Weg hier durchfinden. Kann ja nicht so schwer sein. So. Erst müssen wir hier alles kaputt machen. Dann hauen wir ein bisschen die Bösewichte. Also, naja, eigentlich sind das ja die Guten, aber. Ne? Meister würde sich an der Stadt rächen. Stadt zerstören! Zerstören. Ja, das würde ich auch gerne machen. Ich weiß nämlich genau, wie das geht. Feuer! Feuer! Das habe ich im letzten Mal nicht ganz genau hinbekommen. Ich glaube, man muss nur ein paar Gebäude einfach zerlegen. So, aber zuvor, dass wir, wie gesagt, hier unseren Spaß haben an diesen, ziemlich allen Gebäuden, die hier so rumliegen. So, das war's dann. Aber ist das, glaube ich, auch schon? Und wir können jetzt erstmal die Glänzer. Ah, scheiße, vertan. Ah. Ich muss erstmal die scheiß Bogenschützen erledigen, ne? Die scheiß Gegner erledigen. So, das sollte schon ausreichen, glaube ich, von der Distanz her. Nein, das war viel zu weit. Okay. Dann jetzt, na komm. Ne, dann schießt man ein bisschen kürzer. Das hier sollte völlig ausreichen von der Distanz her. Also immer noch zu weit, kann das sein? Nein, es hat ein paar erwischt, immerhin. Und ich glaube, hier muss es jetzt... hä? Was? Ich bin euch doch schon längst gefolgt. Oh, das sieht einen guten Treffer aus. Sehr schön. Gleich mal die nächste Runde genau in die gleiche Position schießen, würde ich sagen. Und zack. Gegen was kämpfen die denn da? Na egal, die sind erledigt. Achso, es sind einfach ihre Formation, die sich aufgelöst hat. Und zack. Ein weiterer Schuss und ein weiterer Treffer. Ja, ja, ja. Gib dem Meister doch ein paar Sekunden. Das ist halt keine weite Distanz, die er da überwinden muss, ne? Sehr schön. Wieder ein paar Glänzer erledigt. Oh, warte mal. Die ist ja noch eine Legion, hat sich wieder zusammengefunden. Das ist ja aber nicht gut. So. War das zu weit? Nein, das könnte ein guter Schuss gewesen sein. Ja, sehr schön. Da stehen nicht mehr viele von. Ah, jetzt muss ich auf gut Glück schießen. Na, weiß ich nicht, ob das trifft. Ne, der fliegt wahrscheinlich im Baum. Ja, das dachte ich mir. Aber der marschiert eh nicht mehr allzu viel, wa? Oh, da marschiert hier eine ganze Menge. Na, das ist viel zu stark. Zack. So, das habe ich gar nicht gesehen, dass der hier anders anmarschiert kommt. Wir sollten ihn vielleicht erstmal erledigen. Ich glaube tatsächlich, dass hier die Schusskraft, relativ egal ist, deswegen. Zack. Und. Ja. Aber das war nicht das, worauf ich gesetzt hatte. Ich brauche halt wirklich nur ganz, ganz wenig Schusskraft, nur mit denen ich die treffen kann. Jetzt aber. Ja, 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 Moment. Ich will sehr, sehr gerne unterbinden, dass der Gegner mich hier nochmal angreifen kann. Und das war nichts. Doch, das hat einer erwischt. Na, siehst du mal. Na komm, ganz, ganz klein wenig Kraft nur. Das könnte ihn... Ja, das dachte ich mir schon, dass sie das noch verfehlt, weil er halt hin und her rennt. Damit nur ein einzelnes Ziel ist.
Ich muss halt nur Glück haben, dass er mal eine richtige Sekunde irgendwo rumsteht. Okay, das können auch die Scheren gleich erledigen. Dings ist noch die Bogenschützen da oben. Die sollten das hier eigentlich ausreichen von der Kraft her. Ja, locker, sehr schön. Bam. Meister würde uns folgen. Ja, schon klar. Das würde der Meister sicherlich tun, macht er aber gerade noch nicht. Ich muss erstmal Glänze erledigen. Um euch zu zitieren, meine werten Schergen. Das waren alle gleich mit einmal. Sehr schön. Wo ist das Problem der Glänze auch erledigt? Jetzt haben wir hier noch das Dorf, was wir vernichten können. Moment, da sind noch Glänze, die ich übersehen habe. Naja, um die kümmern wir uns gleich. Erstmal schießen wir viel zu weit. Perfekt. Hat gut geklappt mit dem zu weit schießen. Genauso wie geplant. Ich glaube, da reicht ein einfacher Schuss, ne? So hier? Ja, ich dachte gerade, es wird zu kurz, aber das trifft genau. So. Gebäude Nummer 1 ist erledigt. Gebäude Nummer 2 ist das da. Und Feuer frei. Ach, das sieht nach einem guten Treffer aus. Nö. Okay, ein zweiter Versuch mit etwas mehr Schusskraft. So hier. Ich würde sagen, das reicht. Das sieht gut aus, oder? Oder ist wieder zu kurz? Nein, genau getroffen. Sehr schön. Ich würde gerne die Menschen da ins Visier nehmen. Oh fuck, das könnte zu doll gewesen sein. Viel zu doll, glaube ich. Oder? Nein, das sieht nach einem... Ja, fast getroffen sogar. Okay, das braucht aber tatsächlich einen genauen Schusskraft von 1. So. So, das wollte ich doch haben. Und... Das hat sie alle mit einmal erledigt. Perfekt. Die leben also auch nicht mehr. Jetzt sind die da dran noch. Da sollte diese Entfernung durchaus ausreichen, um mindestens einzulegen, vielleicht sogar mehr sein. Oder auch gar keinen. Okay, ich brauche genau die gleiche Schusskraft wie bei dem Haus. Ein bisschen mehr als eins. So. Jetzt sollte es hingegen wieder gut treffen. Oder ich treffe einfach das scheiß Tor. Das gibt's doch nicht. Oh, treffe ich da hinter was? Nein, okay. Dann genau eins. Demzufolge doch. Ja. So, alle drei tot. Gut. Das muss keine Menschen mehr, die mich annerven. Wie weit fliegt er dann hier? Also bis wohin? Wenn ich auf volle Kraft gehe, treffe ich denn die hinteren Häuser noch? Ja, könnte das tatsächlich noch ein bisschen aufwendig werden, ne? Ah nein, okay, das wäre das Haus gewesen. Was passiert denn, wenn ich den Bereich da anvisiere und auf volle Kraft gehe? Das wäre jetzt meine große Frage. Stärker geht's nicht, also volle Kraft. Können wir dem Haus dort hinten schaden? Nein. Kann ich denn dem Ding schaden? Der, gesteinerten. Den Tor würde ich wissen, ob ich das kaputt machen kann. Also, erstmal ist jetzt wichtig, diese scheiß Brücke. Nein, okay. Das Tor ist für mich noch relevant, ob ich das kaputt kriege. So. Ja, nicht, dass hier irgendwie sowas Spezielles Verstecktes, wisst ihr? So ein... Zerstöre das Dorf-Bonus. War das Tor gerade? Ich kann nicht hier das Tor davon schalten. Ich will nochmal. Einfach nochmal probieren. Ob ich den Tor damit tatsächlich Schaden mache, oder ob ich mir das gerade nur eingebildet habe. Das war zu schwach, aber ist das Tor am Ende ja doch noch getroffen. Daher, machen wir doch ein bisschen. Ungefähr so. So, das könnte das Tor diesmal genau treffen. Ja. Nein, okay, es fliegt ja durchs Tor durch. Daher macht es dem Tor demzufolge macht es dem Tor also keinen Schaden. Aber hier unten sind noch Bogenschützen. Die würde ich gerne erledigt sehen. Das könnte schon zu stark gewesen sein, oder? Ja, viel zu stark, dachte ich mir. Das heißt, ich muss es eigentlich nur so anditschen. Reicht schon. Und es trifft diesmal die Bogenschützen, oder? Ja, selbst das war noch zu stark. Das muss ich also doch wenigstens ein bisschen spannen. Noch zu schwach. Noch zu stark, meine ich. So, das war ein Schuss, den ich gebrauchen kann. Und es fliegt eindeutig zu weit. Okay. Alles klar, dann, hier links sind ja noch Bogenschützen, ne? Warte mal. Das ist das Schwächstmögliche von der Kraft her. Und es. Okay, nein, es geht nicht. Alles klar.
Oh, Moment, oder? Ich kann zielen? Ey. Geht nochmal ran. Ich weiß nicht, ob ich hier mit zielen kann. 8, 9, 10. Leertaste. Geh doch da jetzt, verdammt nochmal. Ach, Overlordchen. Jetzt geht's nicht mehr. Na gut. Oh, Wölfe. Na dann ran da. Weil auf Wölfen können wir nämlich reiten. Wölfe greifen Glänzer an. Ja, das macht sie ja natürlich zu Freunden. Da stimme ich dir zu, mein Freund. Mein treuer, treuer Scherge. Ah, du bist der eine, der den Angriff vorhin überlebt hat. Jetzt bist du der eine, der tot ist. Weil er den ersten Angriff überlebt hat. So. Sprengt ihre Formation. Und habt euren Spaß mit ihnen. So, sehr schön. Legionäre gehen einen nach dem anderen drauf. Und wir haben es. Sehr schön. Nein, die noch nicht, die noch nicht, die noch nicht. Erstmal brav die Bogenschützen erledigen. Die könnten nämlich noch zum Problem werden. Wölfe können über solche Distanzen nämlich rüberspringen. Daher sind die dafür perfekt geeignet, um diesen Angriff zu führen. Ich hasse es, wenn ich Gegner übersehe. Und das sind Klingen, holt ihr euch mal, Jungs. Und dann, wieso hat einer von euch wieder keinen Wolf? Euer Mangel an Fähigkeiten ist beklagenswert, Jungs. Wirklich beklagenswert. Kleine Dämonen! Au. Das war irgendwie diskriminierend, hatte ich das Gefühl. Ich weiß nicht warum. Ich habe mich gerade durch den Satz diskriminiert gefühlt. Tötet mal bitte die Bogenschützen dort. Los geht's, Jungs. Die sollten für euch jetzt kein Problem mehr sein. Ah, sieht man, was wir da haben. Ein Yeti. Genau, damit könnte man das hier nämlich sprengen. Also den zweiten Gang. Ach nö, du Jungs, bleibt mal schön hier. Das macht viel mehr Spaß. Ah, halt, hier ist einer dabei, der fliehen könnte. Das fände ich nicht gut, daher töten wir sie alle. Schade, noch wird die heute Kampfkraft nicht angezeigt. Das ist aber dann total toll, weil dann starten wir vermutlich, wenn wir dann irgendwann höher in den Kampf gehen, wenn wir irgendwann in den Hauptkampf gehen, ach Quatsch, wenn wir im Hauptspiel sind, so das wollte ich sagen, dann starten wir gleich mit viel höheren Kampfkraft, weil die unsere Jungs alle ausgerüstet sind. Onkel, wie er schon sagt, Onkel. Da hat er gar nicht Unrecht. Ach so, der Yeti. Ach so, okay. Geht einmal darüber, ob jemand von euch die Ausrüstung braucht. Und auch dessen, dass sie keine aufgehoben hat, würde ich sagen, nein. Zur Schergenhöhle. Ja. Auf zur Schergenhöhle. Okay. So. Na kommt, Jungs. Das solltet ihr sowas machen. Da ist was gefährlich werden könnte. Erledigt das zuerst, bitte. Immer erst die Backline erledigen, solange das möglich ist. Weil die Backline ist, naja, meistens im Kampf eher schwach. Ich finde es gut, wie der Onkelmann die einfach alle erledigt. Tja, dann steht mir halt nicht im Weg, Leute. Wenn sie das so viel einfacher haben, was das Überleben angeht. Ich finde es gut, wie der einfach nur hier steht und drauf deutet. Aber so ist doch der Spielstil von Overlord. Man ist ja selten so der starke Kämpfer, man steht ja meistens sehr hinten und lässt kämpfen. Das ändert sich dann, glaube ich, bei Endgegnern ein bisschen, da muss man selber draufhauen. Na gut, wir haben es geschafft. Genau. Und jetzt kommt diese tolle Szene. Zack, zack. Und wir sind in einer Position, die uns gar nicht gefällt. Ein neuer Overlord also. Das ist die letzte Hoffnung des Bösen. Etwas klein. Wow.
Eine ganze Legion zerstört. Leichen, Schreie, Schergengemetzel. Das ist gut. Heiz den Drachen an. Wir schmelzen ihn frei. Der Junge braucht eine böse Erziehung. Und während das Böse im Inneren der Erde gedieh, begann in seiner Abwesenheit ein neues Zeitalter. Und das prächtige Kaiserreich wurde immer mächtiger. Jeder war glücklich. Wer unglücklich war, wurde getötet, versklavt oder fand ein anderes Achteslos. Aber jetzt ist neue Zeit gekommen, Meister. Die Zeit, alledem ein Ende zu setzen. Die Zeit für die Rückkehr des Bösen. Und mit dieser Szene beenden wir die erste Folge von Overlord 2. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Schaut doch mal auf Twitter vorbei. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Overlord 2. Bis dahin, euer Professor Creep vom Asylum of Gaming. Ciao.